Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den Reisebären. Ja, wir sind auf dem Campingplatz Terspegelt in den Niederlanden, in der Nähe von Eindhoven, am Osterwochenende. Und ich nutze die Gelegenheit, euch ein Video zu machen über die 5 häufigsten Fehler mit der Markise. Zumindest machen wir die gerne, diese Fehler, da haben sie am Anfang gemacht. Und damit ihr die nicht auch machen müsst, zeige ich euch heute diese 5 Fehler, damit ihr sie eben nicht macht. Und deswegen, dieses Video richtet sich an Anfänger. Und wir fangen jetzt mal an und bauen die Markise auf. Ich mache das jetzt hier klein als kleine Demo. Deswegen steht jetzt hier schon unser ganzes Inventar. Das ist natürlich das allererste, was ich am Anfang mache. Die Markise aufbauen und da steht hier noch nichts. Noch kein Teppich, noch keine Möbel. Und ja, ich fange mal an. Und zwar, normalerweise, wenn ihr das Wohnmobil abholt, dann solltet ihr eine vernünftige Einweisung bekommen. Und das ist, ich habe es schon beobachtet, dass es Leute nicht machen, weil es denen anscheinend nicht gesagt wurde. Aber wir haben eine ziemlich große Markise, die ist 5 Meter breit und auch dementsprechend schwer. Und was man auf jeden Fall machen muss, weil die eben doch nicht unerhebliches Eigengewicht hat, dass man die erstmal so einen, ja, ich sag mal, so maximalen Meter ausfährt, so dass man eben drankommt. Und dann holt man diese Stützen raus, stellt die auf und gibt dadurch erstmal der ganzen Konstruktion eine gewisse Stabilität, damit das Eigengewicht getragen wird. Wie gesagt, das sollte normalerweise euer Händler euch sagen, wenn ihr das Wohnmobil abholt. Aber wir wissen ja, wie es heutzutage ist. Ja, wird ja vieles gerne mal geschludert und vergessen. Und wenn es euch euer Händler nicht gesagt hat, dann auf diesem Weg stützt die Markise ab. So eine Position, dass sie noch nicht ganz ausgefahren ist, so einen Meter raus. Jetzt hat sie eine gewisse Grundstabilität. Und jetzt könnt ihr den Rest der Markise ausklappen. Ja, und jetzt passiert da auch nichts. Ja, sieht soweit jetzt ganz gut aus. Denkt ihr, hier sind nämlich 2 Fehler eingebaut. Und um die geht es jetzt, um Fehler 2 und 3. Fehler 2 ist nämlich, ja, typischerweise, man hat die Tür offen stehen, baut dann seine Markise auf. Im schlimmsten Fall geht man jetzt schon hin und spannt alles ab und stellt alles ein von der Höhe und zieht die Spanngurte schön straff, ne? Und hat vielleicht sogar so eine Sonnensegel hier vorne dran gehängt und alles abgespannt und eingestellt. Ja, und dann willst du reingehen, machst dann irgendwann die Tür zu und merkst, Scheiße, die Tür geht gar nicht mehr zu, weil die Markise zu tief eingestellt ist und jetzt diese Querstrebe von der Markise mitten in der Tür hängt und man kriegt die Tür nicht mehr zu oder andersrum nicht mehr auf. Ja, das heißt, die Markise, die muss jetzt hier an der Stelle einfach weiter hochgestellt werden und dann kriegen wir die Tür auch wieder gescheit zu und auf. So, das ist Fehler Nummer 2 und dann kommen wir zu Fehler Nummer 3. Den haben wir jetzt quasi auch schon behoben und das ist dieses Quergefälle, ja, beziehungsweise das Längsgefälle eigentlich eher gesagt von der Markise. Und zwar, wenn ihr die gerade einstellt, dann habt ihr ein Problem, wenn es regnet, dann sammelt sich das Wasser hier und diese Markise, die hängt in der Mitte immer ein bisschen durch, ja. Wir haben eine 5 Meter lange Markise, das ist relativ lang und unsere sieht man, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber man sieht das immer schon leicht, dass die in der Mitte ein bisschen mehr durchhängt als in den Außenpunkten. Und dann sammelt sich das Wasser hier in der Mitte und dann irgendwann hast du hier eine richtig große Beule stehen. Und ja, im schlimmsten Fall kracht dir das irgendwann ein, weil das Gewicht von dem Wasser natürlich immens sein kann, je nachdem, was sich da ansammelt. Und deswegen müsst ihr immer gucken, dass ihr einen Hoch- und einen Tiefpunkt habt. Und wir gehen dann eben wegen der Türproblematik immer hin und machen hier den Tiefpunkt hin. Und dann kann das Wasser hier jederzeit ablaufen. Und man sollte dieses Gefälle auch nicht zu gering auswählen. Das war nämlich ein Fehler, den hatten wir letztes Jahr das erste Mal gemacht. Da hatten wir das gemacht, ne, das Gefälle eingestellt, aber nicht genug, ne, weil wir eben dieses Durchhängen von der Markise ausgleichen müssen, so dass wir sicherstellen, dass hier auch wirklich der Tiefpunkt ist und nicht hier irgendwo mittendrin und sich dann hier das Wasser sammelt. Deswegen guckt erstens, dass diese Seite, da wo die Tür ist, die Markise nicht zu niedrig ist, damit ihr die Tür auf und zu bekommt. Und guckt, dass dann die andere Seite von der Markise so niedrig ist, dass das Wasser problemlos abfließen kann. Und das kann auch ruhig, ja, deutlich tiefer sein als die andere Seite. Das sieht zwar vielleicht jetzt nicht, ich sage jetzt mal, nicht so ganz schön symmetrisch und schön aus, aber das schadet der Markise nicht. So könnt ihr das sicher abspannen und es kann regnen und es passiert nichts. Ja, auch ein klassischer Fehler, der euch auf fast jedem Campingplatz passieren kann, weil fast jede Parzelle, da stehen immer Bäume nebendran, ne, und dann fällt, besonders im Spätsommer gegen Herbst, dann fallen die Blätter runter und die liegen dann oben auf der Markise. Und welchen Fehler ihr jetzt machen könnt, ist, dass ihr diese Blätter einfach liegen lasst, dass ihr sie vielleicht gar nicht seht. Deswegen kontrolliert, macht hier die Markise ein bisschen runter, guckt, wie sieht es oben drauf aus, ja. Und wenn dort Blätter oben drauf liegen bleiben und die werden mit eingerollt, ne, dann werden diese Blätter natürlich dann zwischen der
zwischen der inneren Schicht von der Markise und der äußeren dann eingeklemmt, wenn das eingerollt ist. Da ist natürlich auch ein gewisser Druck da und die Blätter, die haben ja noch Restchlorophyll drin. Das ist dieser Farbstoff von der grüne Farbstoff von den Blättern. Und der drückt sich dann in den Stoff quasi rein, in diesen Markisenstoff, ja. Und dann kriegt ihr so hässliche Blätterabdrücke drauf auf den Stoff. Die bekommt ihr ganz, ganz schwer nur noch raus. Deswegen guckt, dass ihr keine Blätter und nichts anderes auf dem Markise drauf liegen habt. Ich weiß, das ist ein sehr großes Problem, wie man die Markise wieder sauber macht, wenn man Vogelkot oder sowas drauf hat. Wie kriegt man die vor dem Einrollen runter? Ja? Deswegen ist es auch nicht verkehrt, wenn man irgendwie mal einen Besen für das Grobe dabei hat in der Heckgarage, dann kann man sich das runterkehren. Guckt, dass die Markise sauber ist, bevor ihr sie einrollt, sonst werdet ihr euch ärgern. Was ihr nicht verhindern könnt, ist, dass Harz etc. oben kleine Flecken drauf sind. Die rollen sich dann mit ein und dann habt ihr so hässliche Punkte dann im nächsten Jahr, die ihr entdeckt. Also wir haben sie jetzt auch hier, so braune Punkte, super hässlich. Und ich habe gelesen, da hilft WD-40. Das ist jetzt ein kleiner Nebentipp. Ich habe es selbst noch nicht getestet, aber WD-40 scheint die Allzweckwaffe auch in diesem Fall zu sein. Draufsprühen und dann abreiben und dann sollte das Harz weggehen. Ja, werde ich euch auch noch mal ein Video machen, ob das geklappt hat. Als letzten Punkt habe ich noch einen beliebten Fehler für euch. Und zwar, kennt ihr sicherlich, man kann die Markise hier abspannen mit so Spanngurten. Ja? Und das hat einen riesen Vorteil, dass man dadurch eine zusätzliche Sicherheit hat, wenn es mal windig wird. Ne? Und die Markise kann nicht so leicht abheben. Sie ist ja da unten gesichert, aber diese Bänder verhindern einfach nochmal, dass sie hier unten rausreißt und einfach abheben kann, weil ich dann hier auch nochmal richtig große Anker in den Boden hauen kann und per Seil das Ganze sichern kann. Ja, das Problem ist, die Schwachstelle ist dann gar nicht mehr die ganze Konstruktion an sich, sondern oben das Markisen, der Markisenstoff. Und zwar habe ich schon, wir waren in Italien am Gardasee, da hat es mal richtig krass gestürmt und geregnet. Und da haben einige Leute haben das so abgespannt und haben gedacht, naja, ich bin safe, ich habe hier abgespannt, da passiert nichts. Und was passiert? Da ist hier oben das Tuch einmal gerissen, weil hier seitlich kann das natürlich ordentlich flattern. Ja, und irgendwann ist das Tuch dann durch und dann reißt es und dann reißt sie die Markise kaputt. Ja. Und deswegen ist mein Tipp, wenn gemeldet ist, also guckt immer so ein bisschen ins Wetter rein und wenn gemeldet ist, dass es stark stürmt, fahrt die ganze Konstruktion ein, macht die Spanngurte ab und sichert euch das Ganze, weil dieses Tuch hält nicht ewig viel aus. Was es noch gibt, es gibt noch Verstärkungsstangen, die kann man hier seitlich ranführen und dann gibt es dann so Klappen, die kann man so klammern, die kann man dann über das Tuch spannen und dann ist das Ganze nochmal extra fixiert ein bisschen. Wir haben es nicht bisher, ich kann deswegen auch nicht viel dazu sagen, das macht es bestimmt ein bisschen besser, aber im Zweifelsfall, wir fahren das Ding ein und dann passiert auch nichts. So, das waren die 5 Anfängerfehler zum Thema Markise. Ich wollte das Video schon seit langer Zeit machen. Jetzt habe ich die Gelegenheit gehabt, mal die Markise wieder auszufahren. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und mich würde interessieren, habt ihr noch mehr Punkte, die ihr zum Thema Markise habt, die in diesem Video gefehlt haben? Dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und dann schaltet wieder ein bei den Reisebären. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ahoi.